Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo. Neben mir ein bekanntes Gesicht. Wir hatten schon mal vor 2 Jahren, Jule, die Ehre, mit dir hier eine kleine Sonderfolge zu machen. Heute dreht sich alles um das neue Album Hate über alles, welches am Freitag rauskommt. Wir haben jetzt Freitag schon? Ja, 10 Tage. Mein Gott. Genau. Jetzt ging plötzlich schnell. Ja, das ist Wahnsinn. Also, ich habe kurz vorher noch mal angesprochen, ich hatte ja Wochenende einen Gig in Pilsen gehabt, dann warst du noch auf dem Rockhard-Festival, habe ich gesehen. Ich wollte leider auch zum Happy kommen, aber habe ich dann doch nicht zeitlich geschafft. War anstrengend oder Business as usual? Ach, nö. Das ist alles normal. Da sind wir Profi mit allem. Ja. Man passt ja auf. Ja. Ja, euer neues Album nennt sich Hate über alles. Als ihr das im Februar, glaube ich, bekannt gegeben habt mit der Videosingle Hate über alles, da gab es ja doch ja, den einen oder anderen wieder mal, der rumgemosert hat mit, wieso ist das ein deutscher Titel und warum singen die dann noch auf Deutsch? Wo ich mir dachte, halt, Moment, Fallen Brother, war da nicht die eine oder andere Strophe auch auf Deutsch und warum merkt man das jetzt irgendwie? Und einige haben sich auch so ein bisschen reingesteigert und haben da auch irgendwas reininterpretiert. Er hat ja auch die Polizei da in dem Musikvideo und jetzt dieses dann Creator rufen zur Polizeigewalt auf und all irgendwie sowas, was natürlich schwachsinnig ist. Aber es ist ja auch irgendeine Art von Hasswelle, die dann so einen entgegengeschlagen wird. Und wie gehst du oder ihr als Band? Und genau darum geht es ja. Ja. Genau darum geht es in dem Video, also auch in dem Song. Ne? Dass Hass einfach schneller verbreitet wird als irgendwelche freundlichen Worte. Jeder rückt direkt raus mit seinem Wust, den er so rauszuhauen hat und ja, schön anonym meistens. Und naja, nochmal genau zuhören, denn wenn man den Song erstmal so niedermacht oder den Titel oder nur ist es. Also ich finde es ganz schön passend. Ist ja auch eine Hommage ein bisschen an, ne, Gisette Kennedys mit ihrem. Ja, und kann man auch gut singen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie war so die Reaktion in Pilsen? Ich meine, ihr habt den Song als zweites direkt gespielt, haben die Fans direkt aufgenommen. Na, natürlich, und genauso wie vor ein paar Wochen in Oslo auch. Der Song gehört einfach schon dazu irgendwie. Das ist, und passt auch voll gut rein ins Set. Da gibt es gar nichts zu meckern. Sehr gut. Wie gehst du, sag ich mal, persönlich in dem Moment um, wenn du sowas hörst oder liest oder ihr als Band auch, lasst das euch irgendwie ran, besprecht ihr das oder sagt ihr so, da gibt es so einen Weg, um das irgendwie aufzuarbeiten? Ja, wir machen meistens Witze. Ja, lassen wir nicht zu nah ran, weil warum auch? Wenn halt irgendwie, wenn man merkt, gut, vielleicht ist da doch was dran und aber meistens ist es einfach nur so ein weiß ich nicht. Irgendeiner muss immer irgendwas sagen. Und im Internet müssen jetzt eben nur 10 was sagen, nicht nur einer. Ihr habt ja auch neue Sachen probiert. Da ging plötzlich eine Diskussion los, wo ich mir dachte, okay, sind wir jetzt im Jahre 2020 so weit, dass Creator nicht mit einer Frau zusammenarbeiten dürfen, bei Midnight Sun zum Beispiel. Und es war ja auch im Vorfeld viel gut diskutiert, wird es ein Doppelalbum. Dirk von Lotso von Tokotronic war unter anderem nicht geplant, aber wäre potenziell eine Möglichkeit gewesen. Da haben ja auch wieder die Leute über die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Würdest du bei diesen Kritikern sagen, sind das die ewigen Nörgler? Oder sind das die Leute, die Creator immer noch nicht verstanden haben, dass ihr eigentlich eine offene Band gegenüber allen möglichen Einflüssen seid? Wer Creator immer noch nicht verstanden hat, sage ich es nochmal ganz, ganz deutlich. Wir machen, was wir wollen. Worauf wir Bock haben, das wird gemacht. Ende der Geschichte. Wir müssen keinem gefallen. Wir haben noch nie jemandem gefallen. Also, wer damit klarkommt, kommt damit klar, wer nicht. Und bei Midnight Sun mit der Frau, wer den Song und das Video kennt, das ist ja angelehnt an diesen komischen Film. Ja. Und wo passt es dann besser, als eine Frau mitsingen zu lassen? Als in so einem, ne? Also ich finde das richtig gut. Wenn ich als ich das zum ersten Mal, ich war ja nicht dabei, als sie das aufgenommen haben. Ich habe ja erst gehört, als ich den Mix bekommen habe von dem Album und fand es richtig gut. Auch wenn die beiden zusammen singen, das hat irgendwie so ein ganz Neues auch für Creator und so. Da gibt einen Touch da rein, der ist vielleicht, vielleicht finden das manche nicht, was weiß ich, das gehört sich nicht für Creator oder so, aber für Creator hat nie interessiert. Also, das gehört sich oder was nicht. Wir haben immer rumgefummelt. Renewal, Endorama, mach mal, wie wir wollen, wie wir gerade drauf waren, wie es eben kommt.
Album war auch nicht so geplant, alles wie es ist. Plötzlich kommen irgendwelche Blitzideen oder irgendwelche Sachen, die man einfach verarbeiten muss in der Musik. Und ja, dann ist es so. Was ich geil finde bei Midnight Sun, spontan würde ich sagen, ist es wieder seit langem, wo halt ein Film abgelichtet wird in der Musik. Ich meine, Pleasure to Kill, weiß halt jeder, geht halt um das Töten, wurde stark beeinflusst von Horrorfilmen, die euch damals reingezogen habt. Jetzt halt diesen Netflix-Film, hast du den auch persönlich gesehen? Diesen mit Midsommar oder so? Habe ich nicht. Also sehr, sehr viele Elemente, natürlich auch, also finde ich super übernommen. Und wie du gerade sagtest, so weibliche Hauptdarstellerin, es ist auch eine weibliche Protagonistin, die da mitspielt. Es passt halt super zu dem Song, zu dem Titel. Ja. Und es war echt seit langem auch so ein Film, wo ich so drüber nachdenken musste, so im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob du das selber machst irgendwie. Ich gebe dann auf YouTube zum Beispiel dann so Erklärungen von dem Ende oder irgendwie sowas, wo das nochmal so interpretiert wird von gewissen Leuten. Das finde ich immer sehr, sehr faszinierend, wie Leute. Ja, der eine sieht es so, der andere sieht es so. Ja. Der andere kommt gar nicht drauf zurecht. Ich gucke mir auch The First Reactions und so, da gucke ich mir auch ab und zu mal an. Ja? Das ist schon witzig. Hast du da so einen persönlichen Lieblingskanal, den du da die reinziehst? Ja, der Vater und sein Sohn. Der so mexikanische, angehauchte Sohn und der Vater mit weißem Bart und A&P die beiden finde ich geil. Die beiden finde ich geil. Die würde ich gerne mal auf ein Konzert treffen. Ich kann dir später mal einen Kontakt geben, wenn du magst. Ja. Steh mit dir mich in Kontakt. A&P Rex sind die beiden. Die sind auch grandios. Gut. Die sind richtig gut. Und die machen richtig, auch viel. Richtig gut. Also das 666 habe ich da gesehen. First Reaction und dann ja, die nächsten Dinger. So. Richtig, voll cool. Geil. Ja, das nächste, was ich gerne worüber sprechen möchte, ist der Produzent. Da war ich sehr, sehr erfreut, weil ich kenne den lieben Arthur von Bands wie Power Trip hat er produziert, Code Orange, da sind so Hardcore-Crossover-Bands, der hat so einen eigenen Stil und knüppeln dermaßen. Und da habe ich gesehen, jetzt produziert der Creator, wo ich dachte, Hut ab. Kannst du auch vorher seine Werke, so wie Power Trip oder Code Orange, noch nie gehört? Nicht. Aber der Mille hat sich auf die Suche gemacht. Wir wollten einfach mal einen Produzenten haben, der den Creator-Sound findet, der den Sound findet für die Songs und nicht der den Produzenten-Sound den Creators aufdrückt. Und sollte am Anfang ja eine Zusammenarbeit sein und dann dies und dann sollte der das machen. Und weil man nicht wusste, macht der Ars oder wie läuft das. Aber von Anfang an, als wir auch angefangen haben, die Drums aufzunehmen, ich würde sagen, spätestens am zweiten Tag war klar, dass er das ganze Ding machen muss, weil der hat die Seele der Songs gefunden, weißt du? Und auch Creator, der ist ja nicht der. Ich habe eine schöne Schlüsselszene. Also der hat sich nicht vor uns hingestellt und gesagt, ich bin ja Creator-Fan hier schon ewig. Als wir Schlagzeug-Soundcheck fertig hatten, nach anderthalb Tagen, kam er am nächsten Tag mit dem Whiteboard, hat sich da seine Linien drauf gemacht und hat gesagt, hier kommt unsere Arbeit rein und das Feld oben links hat der Creator reingeschrieben. Aber nicht einfach so Creator reingeschrieben, sondern den Schriftzug gemacht, so mit Kritzel, Kritzel, Kritzel. Und ich sage, hör mal, Freundchen, dann hast du hier doch auf dein College-Book geschrieben. Und er so, ja, ja. Wichtig ist, dass das eher gut ins Car passt, dann kommt der Rest von Ja. Sag, ja gut, alles klar, mit dir machen wir ein Album. Und der hat die Fähigkeiten gehabt, der hat die Möglichkeiten des Studios sehr gut genutzt, den Raum, den wir da hatten, die ganzen alten Techniken für gewisse Sachen und so. Das war richtig gut. Wahnsinn. Das Interessante, was ich bei ihm finde, ist, der ist ja Anfang 30, Mitte 30, ungefähr in meinem Alter und wird halt von vielen hoch geschätzt, dass der Sachen, oder sag ich mal, wie ein Studio, Hansa-Studio, ne, das ist jetzt ja nicht irgendwie, ohne dass es irgendwie schlecht zu machen zu wollen, ein Heimstudio, sondern ein sehr, sehr etabliertes Ding, was er auf Anhieb versteht, wie das funktioniert. Ja. Ich meine auch, ich hatte es irgendwo gelesen bezüglich Aufnahmetechniken, dass das auch wohl ein etwas nicht längerer Prozess war, aber ihr habt schon Sachen probiert diesbezüglich und da das Beste rauszuholen. Ja, genau. Nicht eben einfach sein Ding gefahren, was er schon für andere Bands gemacht hat, sondern einfach versucht, was ist das Beste für die Band, die jetzt gerade hier, für den Creator. Wir machen jetzt den Creator-Album und ich versuche nicht. Das war richtig gut, so richtig, richtig gut. Auch mit seiner Art und Weise aufzunehmen. So, ja, komm, jetzt machen wir eine Runde, Trommel, gib alles. Und
Und dann kommt er mit seinen Ideen rum. So. Wenn du fertig bist, wenn du alles im Kasten hast, dann sagt er, aber ich habe noch eine Idee für. Erstmal lässt er dich trommeln, mach mal, wie du dir das gedacht hast. Da hat er richtig gute Ideen gehabt, wo ich so gedacht habe, warum kommst du nicht selber da drauf? Ja, warum wohl nicht? Weil du da sitzt und er hört von außen und hat ein Bild von der ganzen, da hat er richtig, richtig gut eingebracht. Und nicht so, ja, komm jetzt hier, wir machen das jetzt hier auf meine Art, sondern ich habe da mal ein Ideechen, probieren wir mal aus. Manchmal war es die Faust aufs Auge, manchmal war nicht gut, aber ist egal. Wir hatten ja schon alles so aufgenommen, wie es sein soll. Ja. War cool. Also was ich höre, du bist sehr, sehr angetan von der Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch zu viel rein interpretiere, aber ist auch so, dass du in der Vergangenheit nicht immer so zufrieden warst, ohne jetzt irgendwie Produzentennamen zu nennen, wo du sagtest so, oh, das finde ich jetzt schade, da hätte man ein bisschen mehr machen können, aber der Produzent, ja, hat oder das ein bisschen weniger machen können. Kann ich auch sagen. Also manchmal, natürlich ist man selten ganz zufrieden. Aber naja, ist ja auch immer ein Prozess, auch in der Band selber. Man ist ja, ne, sind ja vier Leute und dann kommt noch ein Fünfter dazu. Da ist eine Vier-Mann-Ehe und dann kommt, weißt du, und dann muss er auch seinen Senf dazugeben und er möchte sich ja auch präsentieren mit dem Album und seinen Stempel da haben. Wollte Arthur nicht. Der Arthur hat einfach gesagt, so, ich mache euch einen geilen Sound und ich mache euch alles. Ich master die, ich mixe das Ding, ich mache es fertig, hier, bitteschön, zack, zack. Und er ist gewohnt, normalerweise seine Produktionen laufen so in 2 bis 3 Wochen ab. Und als er mir eben gesagt hat, ja, du hast so und so lange Zeit, da hat er gesagt, er will ihn verarschen. Und ja, hat sich auch Zeit genommen, aber war ruckzuck fertig. Also ich habe mal zwischendurch angerufen, ich sage, Arthur, wie sieht's denn aus? Hast du mal was gemixt? Schicke ich dir gleich, habe ich fertig. Und ich so, boah, was? Ganze Album schon? Ja, schön. Ja. Wahnsinn, nicht schlecht. Und ihr habt ja auch ein neues Bandmitglied, den lieben Frederick aus Frankreich. Der hat ja auch unzählige Projekte und Bands. Ich weiß auch, dass er selber Produzent ist und Sachen aufnimmt. Hat er dann auch schon im Bereich Vorproduktion oder Demoproduktion mit eingegriffen? Ja, sicher. Also im Proberaum haben wir ja alles, spielen sowieso mit in ihr. Alles mikrofoniert. Mischpult da, brauchst du nur den Rechner anschließen, zack, 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 kannst du aufnehmen. Mit ihm, er wusste genau, was er macht, seine Aufnahmeprogramme, alles im Griff. War sehr schön, wir kamen gut vorwärts. Wahnsinn. Ja. Und hatten aber, wir hätten gar nicht gut vorwärts kommen müssen, weil wir ja Zeit ohne Ende hatten. Pandemie. Ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst. Bezüglich, sag mal, das Thema Zeit und Pandemie. Habt ihr auch nochmal Songs überworfen oder hattet ihr, sage ich mal, 2020 ein Gerüst und gesagt, so ja, damit gehen wir im Studio? Oder habt ihr dann gesagt, okay, es ist Pandemie, wir können eh nicht viel machen, wir arbeiten an weiteren Songs? Ja, nee, wir haben einfach gesehen, dass wir einfach die mindestens 10 gute Songs bekommen und nicht irgendwas mitschleppen, was wir gar nicht brauchen. Das wird dann direkt aussortiert und dann hatten wir noch eine Zeit in England kurz vor dem ganzen Ding, da haben wir noch ein paar Änderungen gemacht und ein paar, also als wir in Quarantäne waren für den Bloodstock-Gig, konnten wir dann im Proberaum und haben dann ein bisschen rumgearbeitet und rumexperimentiert, da ist auch Hate über alles die Endversion entstanden. Alles gut. Also nicht so, dass man, also ich fand es richtig gut, dass man plötzlich noch ein Jahr dazu hatte. Nicht, dass ich die Pandemie gut fand oder die Maßnahmen oder sonst irgendwas. Aber ja, wir haben es alle überlebt. Ja. Nicht alle, aber ja, die meisten. Als ich wohin hierher gefahren bin, habe ich ein riesen Billboard-Plakat gesehen. Creator Gruger Halle. Ihr habt ja im Spätherbst ja die riesen Tour, auch wieder mit der Gruger Halle drauf. Das zweite Mal für euch. Ist es immer noch ein Privileg, dort zu spielen, oder muss man nach der Zeit sagen? Sicher. Also ich glaube, ich werde genauso aufgeregt sein wie beim letzten Mal. Vielleicht kann ich diesmal mehr Sachen sehen oder so, wenn ich nicht ganz so aufgeregt bin. War schon. Nicht schlecht. Aber war schon richtig gut. Gruger Halle ist geil, ist eine coole Halle. Ja. Plant ihr eigentlich irgendwas zum Album-Release? Weil ich weiß nicht, zur letzten Platte hattet ihr ein Release-Gig in Berlin, klar, es ist Freitag. Ja, wir hatten was geplant hier in Essen, aber das läuft alles nicht. Das ist alles ein Wassergefallen. Post-Pandemie-bedingte Auswirkungen, die nicht zulassen, dass man da. Okay. Wir hatten was geplant, so jetzt andere. Funktioniert nicht.
Aber es sei denn, ich werde auch überrascht und dann heißt er ja, wir machen doch was. Nee, spontan. Aber habt ihr wahrscheinlich irgendwie bandintern irgendwas geplant, so eine Proberaum, Bierrunde oder so? Jeder macht dann sein eigenes. Boah. Ja, ist ja, habt ihr auch genug Platten veröffentlicht? Wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht wirklich was Besonderes. Gehst du aber am Tag noch in Saturn oder irgendwo so einen anderen Plattenladen, holst dir nochmal die eigene Platte oder sagst du nee. Promo reicht, die du zugeschickt bekommst? Na klar. Was heißt Promo reicht? Ich habe eine Box. Ja, stimmt, Final Product kriegt er ja. Ich habe eine Hate Over Alles Box mit Fotobuch und bla bla. Ist gut. Hat der Jan Meininghaus gemacht. Habe ich auch auf dem Rockart getroffen, hat er mir erzählt. Hat das alles da gelayoutet. Mhm. Ganz stolz. Ja, gut gemacht. Und in dem Sinne, wie gesagt, Freitag ist die Platte raus. Mittwoch kommt schon das Interview. Also heute, wenn ihr es euch reinzieht, relativ kurz. Fristig das Ganze. Ich habe euch unten alles verlinkt, wo ihr das gute Stück bekommt. Ganz, ganz wichtig, was ich gesehen habe, ihr spielt noch in Hünxe auf dem Festival. Also für die Kurzentschlossenen unter euch, die Bock haben, Creator live zu erleben, auf dem Ruhrpott-Rodeo. Ich glaube, der 3. Juli. Juli. An dem Wochenende. Kommt vorbei, wird eine mega Sause werden, auf jeden Fall. In dem Sinne, Ventor, vielen lieben Dank nochmal. Ja, ich danke dir auch. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao. Salut. Mosh Pit Passion, you know, for the passion of the music.